Your love's lifting me higher. Bruder. Was geht? Ich bin so emotional, Alter. Ja, das ist so Jackie geht. Wilson, Alter. Ja, Jackie Wilson. Alle. Ja. Ey, Bruder. Ja, so voll depri. Nein, du hast mich voll depri gemacht. Aber warum? Ich hab dir nur geile Sachen gezeigt. Nein, das verletzt mich. Ja? Ich bin echt traurig. Warum? Ich meine es ernst. Warum? Hör doch. Ein bisschen Drake und Chris Brown. Da geht's dir besser. So krass. Nein, Bruder, das ist zu traurig, was mit dieser Welt passiert ist. Ja, 100%. Guck mal, damals, die Leute hatten alles Stil. Bruder, schöne Sachen. So. Wo ich gesehen habe, Bruder, ich wäre so gerne in dieser Zeit geboren. Ja, also wir reden über Jackie Wilson. Ja. Chef, du hast den gesehen. So wie der performt. Weil du, guck mal, live ist ja immer was anderes. Diese Energie. Ja, ja. Wie die Leute auch, weil das gab's nicht. Und da kommt so ein stylischer, schwarzer Typ mit so Mähne. Ja, dann geil. So Anzug und Bruder, ich bin gerade wirklich traurig, ne? Ja, das ist kein Scherz. Ja, klar ist das traurig. Sowas wirst du nie hören. Ja, nie sehen. Live. Ja, live sowieso nicht. Man hört nur Autotune. Ja. Und irgendwelche Künstler, die ihren Text vergessen. Bruder. Ja, keine Performance mehr. Keine Performance. Guck mal, wie das. Wie der performt hat. Da war so der Saal gebebt. Schweiß. Ey, bitte sing die nochmal, bitte, bitte. Bruder, das ist doch blamant. Nein, bitte, bitte, für mich. Jackie Wilson ist der King. Meine Damen und Herren, hört euch Jackie. You know your love. Keep on lifting. Boah. Das ist ein geiler Song, Alter. Das ist in jedem Film. Ja. Sonne, Caprio, gute Laune. Ja, in alten Filmen auch viel kommt der Song. Ja. Yeah. Aber ganz your krass. Keep lifting. Ey, Bruder. Jackie Wilson ist der King. Das ist traurig. Ja, geil. Der hat doch diesen anderen. Der andere geile Song, der war früher in einer Jeans-Werbung. Ich weiß aber nicht wer. Welche Werbung? Aber in der Werbung. Und das ist geil. She's so fine, fine, fine. She's so fine, fine, fine. She's so fine, yeah, 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 yeah. She's so fine, fine, fine. Ey, Bruder. She's really sweet. They'll never want me. Hey. Oh, oh, oh. Meine Damen und Herren, geht alle auf Spotify. Jackie Wilson, hört euch so ey, das die greatest hits an. Und ja, dann lernt ihr auch wieder Englisch. Ja, Englisch. Ey, Bruder. Gangsch. Das hat mich traurig gemacht. Bruder. Warum? Schäm dich. Warum? Ich hab das doch stylisch. Ja, nee, du hast mir wieder den Spiegel vorgehalten. Ah, ey. Und gezeigt, was Musik ist, Bruder. Und jetzt, dann hört man die ganzen Scheiße, was man hier hört. Ja. Man hört nur Scheiße, Bruder. Ja, ist echt schlecht. Wie schreiben auch Leute? Du kannst nicht sagen, dass das schlecht ist. Ey, weißt du, was mir einer schreibt? Na. Ich glaube, das ist die Folge, wo ich so schlecht über Drake geredet habe. Dann sagte mir einer, ich kannte den Song ja gar nicht. Ne? Dann schreibt mir einer, was, Drake? Du kannst mir nicht sagen, dass sein Part auf Sicko Mode schlecht ist. Dann sage ich, Sicko Mode? Was ist das denn? Ne? Dann sagt er, Song mit Travis Scott. So. Dann hat er mir das geschickt. Da habe ich mir das angehört. Ich kannte den Song. Dann kannte ich den, ja. Weil das hört man, dass dieses, warte, wie geht das nochmal? Ich hab's vergessen. Aber auf jeden Fall kannte ich den, ne? Und Bruder, weißt du, wie Drake's Part ist da? Ich kann das jetzt nicht genau zitieren, aber es ist ungefähr so. Like, what I like. Yeah. Not a Nike. What I like. Say, what I might. Hm. Dann sage ich so, weil ich das mit dem ausdiskutieren wollte, weil ich wollte, dass der Junge lernt. Sag ich, das ist für dich ein geiler Part? Ihr seid doch nicht ein Opa, guck mal, wie er den Beat reitet. Dann sag ich, was? Der stottert den Beat. Ja, what I like. Und er war so, aber der hat so geredet, als ob er Ahnung hätte. Also er wollte mir wirklich, nein, hör, wie er auf dem Beat reimt und so. Dann sag ich, okay, kein Problem. Soll ich dir mal zeigen, einer, der geil rappt? Dann sagt er ja. Da hab ich ihm, ich weiß nicht, irgendeinen geschickt, den er nicht mehr hat. Sag ich so, kennst du Big Pun? Dann sagt er so, nein. Dann sag ich, okay, kein Problem. Dann schick ich dir irgend so einen Part, wo Big Pun aber so den voll... Den haben wir in Kroatien gesehen. Ja, genau. Wo der aber so voll krass durchrappt. So durchflext. Und dann schreibt der Typ mir einfach zurück. Ja, okay, ich verstehe schon, was du meinst. Das ist so, aber stylisch. Dann eher so, ja, das ist aber auch ein bisschen schneller. Drake rappt ja langsam da drauf. Weißt du, was ich... Also, das ist meine Meinung. Ja. Nur meine Meinung. Ich glaube, ich habe das Problem erkannt. Ja. Dass Leute sagen, dass Drake und Chris Brown so krass sind. Ja. Ja? Hm. Vorweg... Ich habe auch ein paar Songs gefeiert. Ja. Oder das erste Album fand ich auch cool und so. Bis ich kam und alles kaputt ja, geredet habe. Genau das ist der Punkt, Bruder. Genau das ist der Punkt. Weißt du warum? Ich glaube, dass ein Chris Brown und alles so gefeiert wird, weil, guck mal,
Ich sag mal so. Aber die Leute sagen, wir sind, ich wenn bin du nur, alt und bin früher hängen geblieben. Das ist meine Meinung. Ja. Wenn du nur gewohnt bist, Currywurst zu essen und nicht mal weißt, wie Steak riecht oder aussieht und schmeckt, ja, dann findest du Currywurst krass. Aber dann isst einmal Steak, riecht das und so, und dann sagst du, das ist wack. Boah, geiles Beispiel. Und das glaube ich, so ist das mit der Musik. Aber die Leute kennen das nicht. Guck mal, seit du in mein Leben kamst, was der schönste Tag meines Lebens war, als du mich angesprochen hast. Ja. Spaß. wie der so ausrast. Ja. Aber guck mal, als wir uns kennengelernt haben. Ja. Und du hast ja gemerkt, ich habe ja von meiner Mama noch diesen Musikgeschmack. Ja, stylische Musikgeschmack. Ja, und da kannten wir uns nicht. Ja. So Sam Cooke. Ja, genau. So Michael und so, ne? Ja. Da hat man gemerkt. Aber dann hast du mich in diese Materie so tief reingebracht, dass ich ja so geistig behindert geworden bin für die heutige Musik. Ja, und so voll hatest alles. Und jetzt, weil ich weiß, aber du hast mir auch ab und zu diese heutige Musik gegeben. Ja. Weißt du, ob man das so gezeigt hat? Ja. Guck mal, ist das nicht geil? Ich so, nö. Aber dann habe ich gesehen, das hat auch einen Charakter. Ja. Das ist nicht richtig. Und das ist meine Meinung, weil ich glaube einfach, weil ich wusste nicht, was richtige Musik ist. Obwohl ich sehr musikaffin bin, ja. Ich mag Musik sehr gerne, ich höre alles. Ja, aber es gibt... Aber ich kannte das nicht. Für mich war das, ich so, ey, das ist schon gut. Ja, aber... Aber dann, man, wie man dann hört, wenn ein Jackie Wilson, ja, ein Ray Charles, ja, eine Tonspur, wie du gesagt hast, ja, live einspielen musste, ohne nicht, Fehler. Die konnten nicht so... Keine Korrektur am Computer. Punchins machen, wie man das nennt, die mussten es durchsingen. Durchsingen. Ja. Ein Fehler, alles neu, die Band, ja, musste neu spielen. Ja. Und dann sagt man, heute ist krass, ja, weil man ein bisschen auf Autotune alles verschiebt. Ja. Ich kenne Leute... Die bringen Künstler raus, ja? Ja? Kennst du auch? Ja, ich weiß genau. Diese Leute sind, also ihren IQ kann man gar nicht messen. Ja, so niedrig ist das. Das ist so, keine Bewertung. Ja. Diese Leute können nicht mal einen geraden Satz sagen, beziehungsweise laufen. Ja. Dann machen die so Autotune-Hits, ja, und kommen in die Charts. Früher habe ich gesagt, ist mir doch egal, wenn das Leute hören, ne? Ja. Aber dann denke ich mir, das ist eine respektlose Sache. Ja, ich, respektlos gegenüber den verstorbenen Künstlern. Ja, den Kings. Den Kings, die Legenden. Ja, aber weißt du, was ich schlimm finde? Aha. Ich persönlich. Also wenn Leute, Geschmäcker sind verschieden. Ja. Das heißt, wenn ihr das cool findet. Ist ja nicht schlimm. Ja, aber ich muss ja meine Meinung sagen können, wenn ich, ja, sage, ich finde das schlecht. Ja. Ich sage ja auch nicht, ich bin irgendwie die Blaupause für Musikmeinungen, so. Ich finde das schlecht und ich jeder find, hat seine, ja, Meinung. Genau, genau. Aber weißt du, was ich verstehe? Guck mal, es gibt Leute aus meiner Generation, die so alt sind wie ich. Manuelsen, Flair. Und guck mal, Manuelsen zum Beispiel, der selber sehr geil singt. Ja. Und sehr geil rappt. Dear Christine. Ja. Und der stellt sich so ein Interview. Also, ich hab's mehrmals gesehen, auch wenn du seine Storys siehst. Und der sagt, der beste Rapper ist Drake und der beste R&B-Künstler ist Chris Brown. Und dann denke ich mir, Manuelsen rappt selber besser als Drake. So, wieso, und Manuelsen ist, also wie gesagt, kommt ja aus der Zeit, der kennt ja diese Sachen. Ist ja nicht so, dass er nur Currywurst kennt. Mhm. Er kennt das, aber er sagt trotzdem so, ich habe selber jetzt gesehen, er hat so Fragerunde gemacht, da fragen die den, wer sind die drei besten Rapper? Dann sagt der Rick Ross, Drake und noch irgend so ein Hampelmann. Ich höre, krass. Denkst du, Manuelsen, ich weiß, dass du damit nicht aufgewachsen bist. Du hast Wu-Tang gehört und sowas und dann sagst du, das ist krass. Das verstehe ich. Oder Flair, der sich ernsthaft in Interviews setzt. Bitte, Mann, kann ich nicht noch. Nee, ich schwöre, das gibt's, kannst du dir anhören. Ich glaube, bei Nico hat er das gesagt, bei Backspin. Und sagt, Future rap besser als Eminem. Wo ich dann denke, wenn Eminem, und das meine ich ernst, genauso wie ich sage, kotzt, also ich rede davon nicht jetzt, so symbolisch, metaphorisch. So richtig. Er übergibt sich. Er macht erbrechen. So. Oh, ne? Und dieses Erbrochene, was ekelhaft ist, tut er in eine CD-Hülle. Und ich würde mich nicht ekeln und würde diese Kotze nehmen und in meine Stereoanlage reintun. Dass diese Kotze noch so rauskommt. Ja. Und dann würde ich Play drücken. Die Anlage wird ja gar nicht funktionieren, weil das Kotze ist. Da würden so ein paar Kurzschlüsse sein und die Kotze läuft raus. Aber das Geräusch oder das etwas, was da passiert, ist immer noch besser. Ist besser als den besten Song, den Future jemals gemacht hat. Future ist doch kein Rapper. Ja, ich verstehe nicht. Future sieht, weißt du, was Flair noch gesagt hat, bevor du sagst, wie Future aussieht? Der hat in einem Interview gesagt, du kennst ihn nicht mal, Chief Keef ist ein geiler Rapper. Ich kenne den. Chief Keef? Ja. Bruder, der ist der schlechteste Rapper. Aller Zeiten. So, aller Zeiten. Aller Zeiten, Chief Keef ist der schlechteste Rapper aller. MC Hammer,
den damals die Leute gehatet haben, ist Nas gegenüber Chief Keef. Aber ich verstehe. Ich bin schockiert. Ja, aber das will ich ja sagen. Du kannst ja nicht nur sagen, junge Leute, die kennen das andere nicht und deswegen feiern die das. Hey, ich habe die Leute genannt, die sind in meinem Alter und die sagen, das ist geil. Ich habe aber auch kein Problem damit, dass die das sagen, das ist geil. Das heißt, wenn man Noelsen sagt, ich finde Drake geil, soll er den doch geil finden. Jeder hat ja, ich finde den geil, aber klar ist er nicht so geil wie der und der. Deswegen, das ist okay. Aber Flair sagt, Future besser als Eminem. Es ist... Das ist... Ich glaube... Aber Flair hat ja sowieso... Der ist so ein komischer Mensch. So Wahrnehmungen... Ja, Wahrnehmungsstörungen. Wahrnehmungsstörungen. Sind, aber klar, aber guck mal, bei Flair weiß man ja, dass er das ernst meint. Warum machst du mir schlechte Laune? Nein, ich will dir das erklären. Nein, du willst mir schlechte Laune Nein, haben. Wir können ja Flair hier einladen, um denen das ausdiskutieren. Und sagen, Flair, guck mal. Es gibt... Und es gibt geile Künstler, heute ist ja nicht alles schlecht. Bruno Mars, übertrieben, singt ja, geil. Nur weil ihr euch ähnlich aussieht. Na, wie, der ist nur weil er so groß ist wie ich. Ja, aber auch die Haare. Außerdem, ich glaube, ich bin auch älter als Bruno Mars. Ich bin älter als Bruno Mars. Du bist älter als jeder andere. Ich bin älter als jeder. Oder wie mein Anwalt sagt. Anwalt? Mein Anwalt sagt so, du bist ein Wohltäter für die Menschheit. Du bist ein Wohltäter für die Menschheit. Das ist geil. Auf jeden Fall, meine Damen und Herren, zieht euch Jackie Wilson rein. Jackie Wilson, Bruder. King. Michael. Ja. Guck mal, Michael, die Show, die ist yeah. das. Chris Brown sieht aus, aber nicht weiß, was für ein Geschlecht er ist. Ja, und nicht weiß, welche Rasse er zugehört. Hm. Ich habe schon mal gesagt, weil der ist ja beige. Du weißt nicht, ist der schwarz, ist der weiß, der weiß nicht, wohin. Lass das Thema weg, ich krieg sehr schlechte Laune. Aber wir kriegen jetzt Hate von Drake-Fans, von James Brown-Fans, von Chris Brown-Fans. Bruder, Drake-Fans? Ja, viele. Der ist der erfolgreichste Künstler momentan. Ja, ich war auch schon auf einem Konzert von Drake. Ja, menschlich darfst du nicht über den Urteil, du willst ja, ja nicht heiraten, wir reden ja. nur von der Musik. Ich war auf einem Konzert, es ist geil anzusehen. Ja, okay. Und ein paar Songs gehen live auch schon ab, ja. muss man sagen. Ja. Ja. Aber die Leute haben kein richtiges Rap-Konzert. Muss man die Ey, weißt du, was mir auf dem Drake-Konzert passiert ist? Das hat mich schockiert. Man hat viele gesehen, viele Schwarze, viele Weiße, die auf Schwarze machen. Ja. Viele Weiße, die so Dreadlocks haben. So. Dreadlocks. Ja, oder so, ne? Ja. Die sahen alle aus wie bei Hip-Hop-Hood. Dieser mit dem Schnuller. Ja, genau. So, ne? Also. Lockdog. Ja, und dann gab es auch normale. Also, aber stopp, dass er so hieß. Dann saß ich war oben, ich habe ja. einen Sitzplatz gehabt, weil ich stelle mich ja nicht hin wie so ein Gestörter ja. und warte 12 Stunden in der Hitze. Ja. So. Aber nicht, weil du auf Star machst. Nein, weil du so. Nein, ich bin ein gemütlicher Mensch, weil ich ja. denke mir, warum soll ich mich 12 Stunden oder um 17 Uhr geht's los? Ja. Der kommt erst um 9 Uhr dahin. Ja, warum denn? So. Und dann, da quetschen die Leute heiß, du darfst keine Getränke mit reinnehmen. Ja. Das heißt, du stirbst da drin. Ja? Ja. Lieber, 8 Uhr fängt die Show an, 10 vor 8 gehe ich auf meinen Sitzplatz, der frei ist. Ja. So, ne? Aber weißt du, wie mir aufgefallen ist, Bruder? Da war ein Typ, Klischee, ja. ganz lange Haare, ja. blond, hat Sommersprossen gehabt, ein richtiger Deutscher. Ja. So richtig, ne? Ganz so groß. Ja, Schnurrbart. Ja, so. Der sah aus wie dieser Assi-Typ da von diesen Battles. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ja. Richtig krass. Und Bruder, als Drake rauskam, ich schwör's dir, ich habe auf Drake gar nicht geguckt, nur auf den Typen. Der hat von der ersten Silbe bis zum letzten Song alles perfekt mitgerappt. Der hat das so gelebt. Aber Bruder, der ist aufgestanden und hat so ba ba ba, hat alles mitgerappt. Seine Erscheinung hat überhaupt gar nicht dazu gepasst. Ja, das ist stylisch. Weil du hast dann nur immer die Leute immer gesehen. Ja. So, wo man denkt, wenn du die Musik runternimmst, ja. denkst du, das ist eine Sekte, ja. die jemanden anbietet. Ja. So, ne? Und dann immer so. Was ja. machst du da? Fliegen verscheuchen. Tust du ein Frisbee werfen oder was? So. Ey, diese neuen Tänze. Guck mal, damals. Das ist auch, diese Tänze regen mich auch auf. Ja. Guck mal, damals, wenn du so Leute gesehen hast im Club und der jemand hat gesagt, der konnte ja. tanzen. Oder die haben so gegeneinander gebettelt. Bruder, man, das richtig stylische Tänze. Bam, bam, tack, so Popping-Tänzer. Ja. Und heute. Like, wow. Das ist so richtig Behinderte. Like, wow. Bruder, das ist, Bruder, der größte Zoni. Ja. Der absolute. Zoni ist ein hessischer Begriff für Prostitutionsnachfahre. Wow. Ja. Keine Fäkalsprache. Ja. So. Ups. Ist Soulja Boy. Ja, Soulja Boy. Soulja Boy sieht aus wie eine behinderte Fliege. Ja, ich schwöre. Mit so einem breiten Gesicht hier vorne und mit dieser Sonnenbrille. Weißt du, wie der aussieht? Da ging wie bei dieser, damals bei diesen Klingelton-Verarsche. Diese. Ja. So sieht Soulja Boy aus. Crazy Frog, glaube ich. Ja. Ja, Soulja Boy ist, boah. Ey, Bruder. Kiss Me to the Phone.
Was ist das für ein Song? Phone to the ass, glaube ich, Alter. Ich kenne den Song gar nicht. Kiss me through the phone. Ist das ein Song von ihm? Ja, kiss me to the phone. Ja, das kennst du. Kiss me to the phone. Kiss me to the phone. Kiss me to the phone. Oder direkt diese Phone in sein Ack. In sein Ack? Was ist denn sein Ack? Ja, Bruder, das ist ein iranisches Wort. Echt jetzt? Nein. Bruder, ich schrieg mich über sowas auf. Guck mal, der ist jetzt so voll deprimiert. Und ja, ich bin sehr. Mir geht's nicht gut. Wir können ja nicht über alle. Jetzt, aber es gibt ja. Also, man, die, guck mal, aufgrund des Fortschritts der Technik, der Aufnahmetechnik, ist normal, dass das Talent gesunken ist. Weil du musst nicht mehr so viel können wie früher. Also, du musst keine Beyoncé sein. Ja, genau, du musst keine Beyoncé sein. So, aber das ist halt ein Fakt. Die Leute können das ja nicht so verdrehen. So. Die können ja nicht sagen, dass es nicht so, warum hast du? Ich kann es nicht sagen, Bruder. Ich bin gerade was eingehauen. Du weißt, wie Rihanna aussieht, ne? Ja. Ey, das ist doch asozial. Ich hab's nicht verstanden, ich lach nur wegen dir. Sag's mir danach. Ey, Rihanna. Ey, das ist doch kacke, die können nicht mitlachen. Ja, ist egal. Das ist egal. Ja, was wolltest du sagen? Ich bin jetzt rausgekommen, Alter. Also ist klar. Geh doch wieder rein. Ey, der ist stark. Ja. Der ist gut. Es ist klar, dass heute eine Sängerin nicht mehr so gut singen muss wie Whitney Houston. Boah, Whitney Houston, Bruder. Ja. Jetzt hast du aber einen rausgeholt. Whitney hat Houston. Der ist so schlecht. Das haben Leute gesagt mit 8. Nee, ja, und? Ich bin aus der Zeit. Krass. Vor 50 Jahren hat er das schon gesagt. Aber Whitney Houston war so vercrackt am Ende. Bruder, dieser Bobby Brown. Was für ein Hund. Ja, aber die war schon vorher vercrackt. Nein, Bobby Brown hat die zerstört, Nein, Bruder. Die sah am Ende schlimmer aus als Bobby Brown. Ja, aber das war ein richtiges Arschloch. Ja, war so, er. Wie er mit dieser Frau umgegangen ist. Ja, aber die war auch nicht die ohne. Die hat ihn geliebt. Ja, die war auch nicht ohne. Diesen Crack. Der hat ihn nicht Crack. Aber trotzdem, Bruder, das war nicht korrekt, was er mit der gemacht hat. Ich bin ein großer Bobby Brown-Fan, deswegen bin ja, ich angefangen. Ja, aber wegen den Songs. Ja, klar. Nicht wegen dem, was interessiert mich. Also, der hat ja, Zahnlücke. Ja. Der deutsche Zahnlücke, der Pest. Das also willst du mir sagen, der deutsche Bobby Brown ist Gringo? Nein, Bobby Brown hat ja eine Zahnlücke. So, also beide Zähne sind da. Aber das haben wir eine Lücke dazwischen. Also, ja, genau. Gringo. Die Leute wieder Englisch. Der hat ja, dem fehlt ein Zahn, ne? Ja, genau, aber in der Mitte ist komisch. Nein. Links, rechts, genau in der Mitte. So symmetrisch. Nein. Doch? Der ist doch kein Behinderter. Nein, der ist genau in der Mitte. Echt? Ja, genau in der Mitte. Warum macht er den nicht? Das ist ein Markenzeichen. Ja, aber. So wie, was ist das für ein Markenzeichen? So wie Lil Pump aussieht wie ein Papagei. Das ist nicht sein Marken. Ich glaube, der. Wieso fehlt ihm der Zahn? Stand nicht bei Wikipedia. Stell dir vor, wenn er den Zahn wieder hat. Ja, das ist so bei 50, dann rappt er anders auch. Ja, ja, wo 50 angeschossen wurde. Wo er seine erste Aufnahme hat. First take. Ja, so. Und dann stell dir vor, Gringo. Gringo. Gringo hat kriegt den Zahn wieder und dann rappt er auf einmal anders. Bestimmt. Ja, weil das ist ja anders. Der, ja. Der hat einfach keinen Zahn. Aber wie ist dein Apfel? Keine Ahnung. Nein, ehrlich. Frag meine Lehrerin. Wenn man nur ein Zahn, wenn hier die Lücke ist. Wie hat denn Bobby Brown das gemacht? Ja, Bobby Brown hat ja beide Zähne. Der hat nur eine Lücke dazwischen. Ja, aber wie hat er da gesungen? Ja, aber ich dachte, Singen hat viel mit Atemtechnik zu tun. Ja, aber da unten, die Zähne sind, was haben die Atmung, was hat die Atmung mit den Zähnen zu tun? Ja, das macht nur wie so ein Wasserkocher. Ja. Und Bobby Brown, ich glaube, deswegen wollte auch Whitney Houston ihn verlassen. Wegen der Zahnlücke. Ja, weil die hat er ja von Anfang an. Ja, aber wo die sich geküsst haben, ist es immer so. So, das war so, kennst du das? Wenn du was Scharfes berührst. Ich glaube, das war Whitney Houston. Du weißt ja, Leute, die auch eine Zahnlücke haben, die haben ja immer zwischen dem Zahn am Zahnfleisch ist oben so ein kleines Stück, das so rumdrossen. So wie diese Rugrats oder die hießen. Ja, Rugrats. Ja, aber kennst du die noch? Ja, klar. Diese Babys. Ja, klar. Alle so ein Zahn. Ja. Wie sind die Rugrats? Ja, Rugrats. Da war eine, diese eine mit der Glatze und Windeln und dann der eine, der hieß Chucky, der hatte rote Haare. Genau. Brille und so, die Zwillingsmädchen. Ey, krass. Ja, ja. Nein, ich find's wirklich krass. Weil, guck mal, ich war ja 3 oder so, als das rauskam. Ja, ich habe das nicht mehr geguckt, aber ich wusste, wer das ist, weil es gab einen Rugrats-Film. Nein. Ja, einen Kinofilm und der Soundtrack war übertrieben. Da war Take Me There drauf von Blackstreet und Maya und Mace.
Wie ging der Song? Take me there, I wanna go there, take me there, you know. Ah ja, klar. Just take, geiler Song, ich zeig dir den gleich. Ist echt nicht. Nein, du hast schon genug angerichtet heute. Du musst so ein bisschen wegkommen von die Shisha-Playlists, die sind am schlimmsten. Ja. Da klingt jeder Song ja gleich. Hab ich auch schon mal, ist mir passiert, hab ich gesagt, ey, mach doch mal einen anderen Song an, sagt er, läuft doch die ganze Zeit anders. Das ist alles so Fließbandproduktion. Ja, wenn es funktioniert, funktioniert es. Aber leider, denkst du, die Qualität kommt irgendwann zurück? Nein. Dass man sagt, okay, es wird noch schlimmer. Es gibt jetzt so viele schlechte Musiker und Rapper und Musiker, ja, in Amerika, egal in irgendwelchem Land, dass es irgendwann wieder kommt, es kommen wieder so Top-Künstler, da sagt man, okay, das muss wieder der Standard werden. Denkst du, was passiert so? Sag doch nicht einfach nein. Hab doch Hoffnung. Nein, es gibt keine Hoffnung. Sei doch nicht so pessimistisch. Nein, weil die Qualität, weil, guck mal, damals, als ich in der Schule war, haben bestimmt 10 Leute in meinem, okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber 5 Leute in meiner Klasse haben Instrumente gespielt. Und ich rede jetzt nicht von Triangel. Triangel. Ja, ich rede jetzt von Schlagzeug. Echt? Leute haben Gitarre gespielt, Bass. Hast du auch ein Instrument gelernt? Nein, nein. Ich habe, ja, doch. Was? Triangel. Halt erst. Das ist ein Instrument. Ist das ein Instrument oder nicht? Ey, Bruder, Triangel. Du gehst doch nicht. Ist das ein Instrument? Nein, antwort Bruder, auf meine Fragen. Ja. Ist die Triangel ein Instrument? Ja, das haben aber so. Ja, und ich kann das spielen. Ja, aber Bruder, das ist doch nichts Highlight-mäßiges. Aber ist doch egal, hast du gesagt, kannst du ein Highlight-mäßiges Instrument spielen? Ja, aber guck mal, stell mir das vor, wenn du jetzt eine gute Gruppe bist am Lagerfeuer, kommt dir einer und sagt, ey, kann jemand hier Triangel spielen? Ja, weil die Leute das. Die sagen so Gitarre. Nein, das Instrument wird nicht respektiert. Ja, aber. So, Bruder, das ist wie Saxophon. Ich will bei dem Thema bleiben. Ich will bei dem Thema bleiben. Also, wenn da jetzt ein paar Mädels sind so, und sagen, sehen so einen Carlos, der so spanische Gitarre spielt. Ne? Oder so ein Rocker, AC/DC, so bam, bam. Geil. Und dann kommst du mit deiner Triangel. Das ist stylisch. Wer spielt Triangel? Nein, warum respektierst du das nicht? Ich respektiere das. Nein! Ey, guck mal, du musst die halten in der richtigen Höhe. Das doch, damit der Klang da ist. Doch, doch. Du lügst. Du willst nur, dass dieses Instrument so größer ist, als es ist. Es ist größer, als es ist. Ja, aber du kannst doch nicht sagen, wenn es hier ist. Ist der Jackie Woods der Instrumente. Keiner respektiert das, aber es ist eigentlich das Krasseste. Ding! Ja. Ja. Okay, in welchem Song kommt eine Triangel, wo das so erfolgreich war, dass man sagt, ey, wenn diese Triangel nicht in diesem Song gewesen wäre, dann wäre das kein Erfolg gewesen. Du kennst doch keine Songs, wo Triangel ist. Sag doch mal. Es gibt viele Songs der Triangel. Das Instrument ist umsonst erfunden. Ja, Mann, das ist das Unnötigste. Nein, ist es nicht. Ohne Scheiß. Bruder. Okay, warum müssen die denn? Stell dir mal vor, du gehst so eine Oldschool-Party, ne? Ja. Da siehst du alle berühmte Quincy Jones ist da an so. Und dann sagt er so, can I play every man here, Einzelman? Einzelman. One instrument? Ja. Dann sagst du, I can play triangle. Triangle, genau. Dann sagt er, wow. Bruder. Sag mir einen Song. Ja, das ist jetzt so. Ich muss nachdenken. Okay, mal, für die Leute, die nicht wissen, was eine Triangel ist. Das ist ein Instrument. Ja, wie sieht das aus und wie macht man das? Das ist ein Dreieck. Was lachst du? Ich lache nicht, hör dir zu. Ich respektiere meinen Bruder. Und das hat oben so einen Griff, wo du das festhalten kannst. Ich schwöre, das ist so. Das hat oben so einen Griff. Und dann hast du so eine Stange. Okay, was hört sich zwischen einer Triangel und einer Geige? Eine Geige hast du auch und dann hast du. Ich erzähl mal, ich wollte dich unterbrechen. Ja, dann hältst du das fest und dann kannst du Geräusche erzeugen, je nachdem, wie du auf die Triangel haust. Ey, wieso hast du Tränen in den Augen? Musst du durch oder was? Ey, eine Triangel ist ein Instrument. Oder ist es ein halbes Instrument? Das ist ein Instrument. Das sieht aus dem Käfig, wo Vögel drauf sitzen. Warte, ich guck jetzt extra, weil du mich aufregst. Du hast keinen Respekt. Triangel. Oder, dass du dich nicht schämst, zu sagen, ich kann das spielen. Nein. Das kann jeder. Ey, das kann nicht dir. Kannst du es? Ich klopf da einfach drauf. Oh nein. Beim Schlagzeug klopft. Zeig mal einen krassen Triangel genießt. Wie heißt die? Triangelist. Warte. Mach mal so Triangelist an. Warte. Boah, hier steht sogar, das heißt der Triangel. Oder die geht auch.
Die Triangel ist ein Schlaginstrument, bestehend aus einem runden Stahlstab, der in der Form eines gleichseitigen und an einer Ecke offenen Dreiecks gebogen ist. Ja. Der Triangel hat wieder als... Wieder das so professionell vorliegt. Ja, ist so. Nein, du musst Respekt haben. Ich schwöre. Triangel hat als hoher Diskant der Schlaginstrumente die Aufgabe, dem Orchesterklang höchste Glanzlicht aufzusetzen. Ja, hier. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Bruder. Obwohl auf ihm komplexe rhythmische Figuren spielbar sind, wird er wegen seines durchdringenden Klangs meistens spärlich zur Akzentuierung eingesetzt. Das heißt, das ist zu krass. Du musst ihn nicht spielen, damit du nicht die anderen übertönst. Ja, ich schwöre, ist das geil. Ja, ohne Witz. Oh. Ist von den letzten. Ich höre. Obwohl auf ihm komplexe rhythmische Figuren spielbar sind, was ich ja kann, wird er wegen seines durchdringenden Klangs meistens spärlich zur Akzentuierung eingesetzt. Das heißt, eigentlich ist es ein krasses Instrument. Wir halten uns nur zurück wie Triangelisten, damit wir den E-Gitarristen nicht die Schock stehen. Deswegen hörst du bei so einem Aerosmith, bei so einer Aerosmith-Ballade, E-Gitarren-Solo. Weil Triangel-Solo ist so krass, das können die Leute nicht verarbeiten. Ey, Bruder. Ja, das ist so wie Jazzmusik. Guck mal hier, nein, ich finde das unkorrekt von dir. Ey, Bruder. Wann hast du damit angefangen? Mit Triangel spielen? Ja. Ich bin also schon bekannt in der Triangel-Szene. Ich bin kein Unbekannter. Ich bin kein Unbekannter in der Triangel-Szene. Ja, wirklich. Man kennt mich. Ich bin respektiert. Ich habe mir das aufgebaut über die Jahre, dass so ein Spinner wie du sich hier lustig darüber macht. Okay, wenn Triangel so ein wichtiges Instrument ist, wieso spielt das nicht jeder? Wieso spielt das nicht jeder? Rapper gibt's ohne Ende, aber wo sind die Triangelisten? Hey, bitte, bitte. Ich krieg keine Luft. Ey, Schirnisa, offiziell. Ja. Du bist der lustigste Mensch der Welt. Nein. Der lustigste. Ich bin bekannt in der Szene. Die respektieren mich. Ja. Warte. Warum spielst du nicht, weil es das unnötigste Instrument ist? Nein, das ist nicht wahr. Ich hab's dir doch vorgelesen. Oh. Aber wie ist die Szene so? Die Szene ist... Trefft ihr euch so einmal und zu jammen? Ja, wie Jam mit der Triangel. Ja. Du kannst ja mit den Funk spielen. Hat James Brown einen Song Triangel? Ja. Nein. So ding, 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 ding. Respektiert mich. Ja. Ich bin in der Szene. Ich schwöre, weißt du was? Extra, ich bring die Triangel zurück. Ich hype die wieder. Ey, Bruder. Oh Gott. Die Triangel kommt wieder. Oder? Guck mal, du hast mich fast zum Heulen gebracht, weil du mich traurig gemacht hast. Weißt du, was ich jetzt sogar mache? Bei mir in meinem Instagram-Status, ne? Dreht hier Mörderpuppe. Ich mach das sehr gut, schreib Triangel-Spezialist. Und mach so eine Triangel. Nein, ich finde das uncool, dass du das nicht respektierst. Ey, Bruder. Ja. Ich schwöre. Ja. Du hast doch keine Ahnung. Kannst du mal dein Instrument spielen, dass du so über die Triangel redest? Bruder, dieses Instrument hat das Leben von Millionen Menschen verändert und du sitzt dich hin mit deinem orangenen Gesicht und lässt das darüber. Kann Drake Triangel spielen oder Chris Brown? Oh, Bruder. Ich habe Kopfschmerzen. Warte. Ja, schon wieder. Oh. Oh. Ey, Bruder. Ja, lass uns Schluss machen. Nein, nein. Ja. Wir müssen Schluss machen. Wir machen Teil 2. Ja, Teil 2. Ich wusste gar nicht, dass du so unbekannte Talente hast. Ja, klar. Ja, das ist ein Talent. Triangel ist was Können. Das musst du dir erlernen. Das musst du erlernen. Ich schwöre. Ja. Diese Physik-Comedy. Ja. Dass du so ernst bleiben kannst. Das ist so. Ey, du bist behindert. Ich meine das ernst. Als du nach Hause kamst. Kennst du einen Triangelspieler? Also ich punkte immer bei den Leuten so, wenn ich so Lachs essen gehe und so Kaviar. Und dann sag ich, als du nach Hause gekommen bist, was hast du deinem Vater gesagt, was du in der Musikunterricht spielst? Triangel. Was hast du gesagt? Ja, der weiß nicht, was das ist. Aber Bruder, der kommt aus... Mein Vater. Bruder, das ist kein Instrument. Lass uns Schluss machen, ich werde sehr sauer.
Nein, Bruder. Wir müssen Schluss machen. Ich schwöre, mach das bitte in Insta rein. Ich mach das Triathlon-Spezialist. Weißt du, was ich eine Woche mache? Ja. Nur für dich, weil ich dich liebe. Du postest mich jeden Tag. Nein, ich mache mein Profilbild weg. Wir müssen Schluss machen. Und mach ich die Triangel dahin. Ja, okay.